Carlos soll ein Tag den Weihnachtsbaum in die Kirche schenken. Wir dann kommen zu ihm an eine Stunde und dann sagst du, Carlos, what das? Und Carlos sagt, ich sag hier bloß und bekehrt mich und bewundere mich, wann von dir wird das beste Geschenk sein? Und seine Mama sagt, ein Geschenk kostet nicht mehr, wo verwirrt das ist, du nur wo graut das ist, oder wo schmackt das angepackt ist, oder wo schwor das ist. Ein Geschenk machst du mehr, wo verwirrt das ist, nur das Hort. Und Carlos sagt, von das Hort, ein Geschenk haft kein Hort. Ja, sagt die Mama, das haf. Carlos nimmt ein Geschenk. Er horcht und stellt sie, dann sagt er, nee, das haft kein Hort. Dann sagt die Mama, nicht du, Ben. Über den Mensch, von wo das Geschenk kommt. Ein Geschenk, wo die Leib vom Horten kommt, das viel wird. Viel mehr wird aus dem Geschenk, wo bloß kommt, was man angewandt hat. Und vor dem Himmel. Sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 16, dass er Leib dann so sei, von Horten sei, dass er schickt dann sein einzigen Sehen in dieser Welt, damit all die, die an glauben, nur Geschenk annehmen, dass er ihr Leben kreiert und nicht brücken, dass er ihr Heil geht. So viele Menschen nehmen das Leben nicht an. So viele Menschen sagen nee. Und sagen, ich will mir das eigene Leben selbst verdienen. Ich will genügend Geld tun, damit ich mir das verdienen kann. Wo bist du die Feier dieser Weihnachten? Wenn du ein fernes Geschenk gekauft hast, und du wirst jemand das geben. Und er sagt, nee, das nehme ich nicht an. Ich will viel Geld tun, ich will viel gute Dinge tun, dann will ich mir das Geschenk selbst verdienen. Wo bist du die Feier? Ich will das nicht annehmen, wenn du das gibst. So fällt uns vor dem Himmel weg. Er schickt Jesus in diese Welt, zu Weihnachten. Aus dem Geschenk für diese Welt, von Horten läuft er uns. Wir wollen uns raten von der Haar. Hast du das angenommen? Hast du das Geschenk angenommen? Was Jesus die Frieden anhält, zu Weihnachten? Das ewige Leben? Oder bist du ein von dir, der sagt, no, ich will mir das verdienen. Ich will viel Geld tun, dann will ich mir das Geschenk verdienen. Das Geschenk von dem ewigen Leben kommt in das Leib von unserem himmlischen Vater. Nimm das an, wenn du noch nicht hast, für diese Weihnachten. Und mach diese Weihnachten uns vor erinnern, wie viel Leute uns vor dem Himmel vor uns haben. Gottes Ehre.